Wenn ich groß bin, dann werde ich Fußballprofi. So oder so ähnlich hören sich sehr viele junge Jungs und Mädels an, wenn sie das allererste Mal über ihren Traumberuf reden. Nicht so viele davon verfolgen diesen Traum weiter. Und vor allem nicht so viele schaffen es überhaupt, Fußballprofi zu werden. Einer, der es geschafft hat, das ist Patrick Herrmann. Er spielt bei Borussia Mönchengladbach. Und den fragen wir heute, wie traumhaft sein Traumberuf überhaupt ist. Stop, drop, roll, continue, 'cause they just trying to mingle. And I'm just trying to sing you a song. Tell you that I'm leaving, but I won't be long. If it was up to me, I would see you tomorrow. But talk's cheap, so I'm paying up. New kicks be the only way I'm laying up. So maybe I won't make it as an athlete. But that don't mean to let the contract. Schön, dich kennenzulernen. Du bist Servus. Patrick? Genau. Ich weiß nicht, warum ich frage. Ich weiß ganz genau, wer du bist. Aber ich wollte es trotzdem nochmal gefragt haben. Schön, dass wir uns heute treffen. Ich habe dir noch was Kleines mitgebracht, damit du auch gut aussiehst bei unserem Dreh. Oh mein Gott, nein! Bitte schön. Hast du das selber gemacht? Genau, habe ich eben beflockt im Shop. Und, ja. Wie cool! I told her I could dance good for a white kid. So turn around, show me everything I might miss. We should take a walk someday. Dream about what we could have been. But I don't wanna leave this place. No faith in Brooklyn. Oh, stark! Seit wann spielst du schon Fußball? Es sieht ja ganz gut aus, was du hier machst, glaube ich. Ich glaube schon, seit ich ganz klein bin. Also hat mit meinem Zwillingsbruder damals angefangen. Okay. Und ich würde mal so sagen, mit 5, 6 oder mit was fängt man an? Und so ist es bei mir auch gewesen. Und fast jeder, der in der Jugend oder als Kind Fußball spielt, der hat einfach das Ziel, Fußballprofi zu werden. Ja. Das ist ja auch echt, echt toll. Aber man muss auch bedenken, dass es ja kaum einer schafft. Also es ist nur ein ganz, ganz kleiner Prozentanteil, der es wirklich zum Fußballprofi dann schafft. Gab es einen Plan B oder war das so von Anfang an das oder gar nichts? Nee, gar nichts nicht. Also das war auf jeden Fall das Ziel. Aber wie gesagt, man muss auch damit rechnen, dass es vielleicht nicht auf Anhieb klappt. Von daher habe ich Fachabitur kaufmännisch gemacht, also ein BWL. Neben dem Fußballding noch, genau, weil du bist ja schon sehr lange jetzt auch hier eigentlich. Ja, ne? Genau, bin jetzt seit 9 Jahren hier schon. Okay. Also in Mönchengladbach und ja, bin ich hier zur Schule gegangen, ganz normal, habe das Fachabitur gemacht und von daher wäre es eher in die Richtung dann gegangen. Ne? Aber ja, viele Leute sagen ja immer, ja, ihr steht am Wochenende einmal auf dem Platz und kriegt dafür viel Geld. So einfach ist so es ist leider es nicht. Also wir machen schon viel dafür. Also, ob es jetzt die Ernährung ist oder gerade den ganzen Lebensinhalt stellen wir einfach darauf ab, dass wir Fußballprofis sind und dass wir gute Leistung bringen können. Und von daher ist es ein bisschen mehr, aber natürlich ist es trotzdem ein Traumberuf, keine Frage. Ja. Wie sieht denn so dein Standard-Arbeitsalltag aus? So zum Beispiel heute. Wie hast du angefangen? Ja, ich bin heute Morgen ganz normal aufgestanden, habe mich fertig gemacht und hierher gefahren, habe noch was Kleines gefrühstückt. Und ja, dann kann man schon mal drin ein bisschen im Kraftraum was machen, ein bisschen Vorbereitung aufs Training. Und dann sind wir eigentlich rausgegangen, haben jetzt gute 2 Stunden trainiert heute. Jetzt ist erstmal Mittagspause, bekommen wir was zu essen. Meistens haben wir noch ein bisschen Video, wo wir schauen, wie wir uns zu verhalten haben auf dem Platz, was wir taktisch besser machen können. Und dann geht es um 3:30 geht es dann ganz normal weiter nachher nochmal. Noch eine Trainingseinheit. Genau, haben wir nochmal Training 2 Stunden und dann ja, so um 6 Uhr bin ich dann auch zu Hause abends. Sehr gut. Wenn es eine Sache gibt, die dir am meisten und eine, die dir am wenigsten Spaß macht, was wären die 2 Sachen? Oh, das müssen wir eigentlich aufgenommen haben jetzt. Das war ganz stark. Ja, am meisten Spaß macht es natürlich zu spielen und dann noch zu gewinnen oder Tore zu schießen. Also das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man vor der Nordkurve da unten steht, zu jubeln mit den ganzen Fans, da hochzuschauen. Ja. Also es ist schon echt ein richtig geiles Gefühl. Ja, manchmal das Training macht nicht so viel Spaß. Also wenn es in die Laufeinheiten geht, wie gerade in der Vorbereitung, also das, da kann man sich vielleicht Schöneres vorstellen, aber es gehört einfach dazu zum Beruf. Aber man schränkt sich schon so ein bisschen ein, also was jetzt vor allem auch Privatleben, so Freizeit, Öffentlichkeit. Genau, extrem sogar. Man steht ja auch in der Öffentlichkeit, von daher sollte man sich so auch verhalten, wenn man rausgeht. Und ansonsten gibt es natürlich auch nicht so schöne Sachen, wie wenn jetzt Termine anstehen, ein guter Freund heiratet, ein guter Freund hat Geburtstag, alle gehen hin und man selber kann nicht. Ja, kann da leider nicht hingehen. Das ist dann die Kehrseite vielleicht. Wir sind gerade hier in dem Internat. Da haben wir gerade eben schon mal kurz drüber geredet. Das ist das, wo du quasi
deine Fußballkarriere richtig gestartet hast hier, richtig? Genau, bin hier mit 16 oder 17 bin ich hier eingezogen. Mhm. Ja, man muss auch sagen, der erste Tag war vielleicht nicht der schönste, wenn die Mutter und der Bruder dann nach Hause fahren. Man steht auf einmal alleine hier, da sind schon die ein oder anderen Tränen gekullert. Aber ansonsten war es echt ein schönes Erlebnis, hier gewesen zu sein. Wie sieht's denn aus als Fußballprofi? Hat man da so einen sehr strengen Ernährungsplan? Das gehört einfach zum Fußballprofi dazu, dass man sich gut ernährt. Und ja, da muss auch der ein oder andere Burger mal nicht sein, sondern man muss da sehr diszipliniert sein. Und das bin ich auch. Und anders kann man die Leistung auch nicht abrufen, die wir abrufen müssen. Gibt's denn sonst irgendwelche Einschränkungen jetzt außer des Essens? Also so zum Beispiel so diese normalen Jugendaktivitäten, dass man zum Beispiel feiern geht und darf man da auch einiges nicht tun? Man muss dann schon zurückstecken. Also wenn die anderen aus der Klasse dann irgendwas unternehmen, unterwegs sind am Freitag, Samstagabend, dann geht es einfach nicht. Dann muss man sagen, ich kann leider nicht wegen dem Fußballspielen am Wochenende. Aber wie gesagt, da muss man dann drüber stehen und muss dann wirklich im Kopf klar genug sein. Gibt es irgendwie so einen Moment, wo du denkst, okay, das war der Moment, wo es dann bei mir funktioniert hat auf einmal? Schwierig zu sagen, also es baut sich alles so ein bisschen auf. Man wird halt älter, aber man merkt natürlich schon, dass man gerade in den Jugendteams, wenn man zum Beispiel in meinem Heimatclub gespielt hat, ein kleines Dorf, FC Uchtelfang, dass man irgendwie schon ein bisschen talentierter ist als die anderen. Das merkt man schon recht früh. Und dann kommt das halt Step by Step, erst nach Saarbrücken gewechselt, dort 4 Jahre gespielt, dann hierhin gewechselt, hier gespielt. Und das baut sich alles so aufeinander auf, dass man dann merkt, man wird immer besser und ja, bis zu den Profis hoch dann. Mhm. Aber ich denke, jeder, der Fußballprofi geworden ist, der muss einfach den nötigen Ehrgeiz mitbringen, weil ich kenne viele aus der Jugend, die vielleicht talentierter waren als ich und es dann nachher einfach nicht geschafft haben deswegen. Und wenn man es dann aber nicht in die Bundesliga schafft, gibt es ja noch die zweite und die dritte und alles, was danach kommt. Regionalliga, ja, genau. Kann man da auch schon davon leben oder ist das so ein richtig krasser Sprung von der zweiten in die erste zum Beispiel? Es ist nochmal ein Sprung, aber natürlich können die Leute auch davon leben, keine Frage. Also es kommt natürlich immer darauf an, auf den Spieler, auf den Club und so weiter und so fort, aber die Leute können auf jeden Fall davon leben. Aber ich denke, fürs Leben danach ist es halt nochmal wichtig, dass man dann auch eine gute Ausbildung auf jeden Fall hat. Hm. Ich habe gehört, hieß es ein Zimmer, das wir noch angucken können, das so aussieht wie deins damals. Wollen wir uns das anschauen? Ja, eigentlich ist der Frauenbesuch ja nicht gestattet, aber ich glaube, für dich können wir eine Ausnahme machen. Na gut, okay, ich mache auch die Augen zu oder so. Genau, das ist ein Zimmer, wo ich auch drin gewohnt habe. Oh, wow, das ist voll groß. Hätte ich nicht gedacht. Schön hell. Ja, schön super. Großer Kleiderschrank. Also sind auch alle genau gleich eingerichtet, genau gleich groß. Und ja, man hat eigentlich alles, was man braucht hier, ja, im Schreibtisch, voll. Im Kleiderschrank. Wenn man sich verletzt, das kann ja auch ganz schnell so ein Karriereaus sein, oder? Ja, kann immer mal passieren, also eine schlimme Verletzung. Also war jetzt die letzten 2 Jahre auch viel verletzt gewesen, leider Gottes. Und ja, es gibt natürlich auch Versicherungen dagegen, aber ist natürlich schöner, wenn man immer Fußball spielen kann. Aber man kommt schon wieder rein. Man kriegt es schon hin, wenn man sich verletzt hat. Ich meine, aber es dauert. Also gerade so schwere Verletzungen wie zum Beispiel das Kreuzband oder so, das ist schon echt eine lange Sache. Und bis man da wieder komplett dabei ist und komplett fit ist, das ist schon krass auf jeden Fall. Und das war's dann auch schon wieder. Mein Tag im Borussia Park als Fußballprofi geht zu Ende. Leider muss ich sagen, weil mein kleines Fangirl-Herz hat doch echt hochgeschlagen heute den ganzen Tag. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein und auch so viele Infos zu bekommen, wie zum Beispiel mit der Ernährung oder mit der Versicherung. Solche Sachen, die weiß man nicht, wenn man einfach nur im Stadion ist und Fußball guckt. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich hoffe, ihr fandet es auch sehr interessant. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr es gut fandet. Und schreibt mir einen Kommentar, wie ihr die Folge fandet. Das interessiert mich nämlich sehr. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Nächste Woche Mittwoch um 13 Uhr geht's weiter mit einem neuen Traumberuf. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.